Meine Großeltern, die haben ja schon ewig lange in Freilassing gewohnt. Die sind aus der Slowakei ausgewandert im Krieg und Volksdeutsche und waren dann ein paar Jahre am Irschenberg oben, also ganz in der Nähe von der Autobahn dort. Und da bin ich die ersten paar Jahre dort aufgewachsen auch. Und später, wie wir runtergekommen sind, meine Eltern waren in Hallein hier und Großeltern in Freilassing. Da hat mich der Großvater eines Tages, 5 Jahre war ich da, hat er mich mitgenommen, hat er gesagt, er wird mir jetzt was zeigen. Da ist ein Mann, sagt er, der kann Wasser suchen mit der Rute oder auch mit der Hand. Und den besuchen wir jetzt. Und das ist in der Nähe vom Freilassinger Bahnhof gewesen, nicht weit weg von den Großeltern. Da sind wir dorthin. Das ist so ein eingezäuntes Gebiet gewesen. Der Mann, der Irlmeier, der lange Pfeife gehabt, Hut auf. Er hat sehr grießcremig reingeschaut. Also ein freundlicher Mann war er nicht, was ich so im Kopf habe. Und scharfe Hunde, einen oder zwei, das weiß ich jetzt nicht mehr, der war an der Kette, der hat gekläfft, so ein Schäferhund, der hat ganz böse gekläfft. Und Großvater hat sich mit mir gar nicht richtig reintraut, weil der Hund an der Kette gezerrt hat. Und dann ist der rausgekommen, der Irlmeier, und sagte, ja, hat gesagt, was wollt's denn da? Ganz böse. Und der Großvater war recht lustig da und sagte, nein, wir wollten nur schauen, was sie da machen, sagt er, mit den Brunnen und so. Hat mein Enkel interessiert sich dafür. Ja. Dann hat er mir tatsächlich gezeigt, wie ein Brunnen funktioniert. So ein Leierbrunnen. So, das war interessant. Und wie geht das mit dem Wasser, für das Wasser da unten, dass der Brunnen da runterkommt? Ja, dann hat er mir gezeigt, Stangen, die haben so einen Schlitz gehabt mit so einem Loch drin und die haben es da mit so einem Rammbock in die Erde geschlagen, bis Wasser gekommen ist. Und dann hat man leiern müssen und das hat Wasser raufgezogen. Ja, das war interessant für mich als Junge da zum Sehen. Und dann kommt die Erzieher zu mir und sagt, der Irlmeier, und sagt, naja, gehst du schon in die Schule? Nein, sag ich, nächstes Jahr erst. Mhm. Aha. Und dann sagt er, du wirst einmal schreiben. Nein, und ich habe das nicht ganz verstanden. Dann sage ich, nein, ich kann noch nicht schreiben. Nein, sagt er, aber du wirst Bücher schreiben. Schaut. Ich wusste, wie man geschieht. Und ja, so geredet mit mir ein bisschen. Da war er ganz nett sogar, also nicht so grimmig mehr. Und ja. Und ich habe mich dann später mit dem Irlmeier auch beschäftigt. Ich habe mindestens 5, 6 Bücher gelesen. Über den Irlmeier, dann so eine Biografie von ihm, wie er wo aufgewachsen ist. Und da kommt noch was Interessantes. Dann sagt er zu mir, das Wasser ist tief unten. Und sag ich dann drauf, in einer Höhle. Nein, sagt er, nicht in einer Höhle, sagt er, das ist einfach tief unten, da fließt Wasser. Sagt er, aber Höhlen, in Höhlen wirst du auch herumkriechen. Sagt er, und du wirst auch keine Angst davor haben. Und da kommt dann ganz was Interessantes, da bin ich viel später erst draufgekommen. Mit 5, 6 Jahren damals, kurz bevor ich in die Schule gekommen bin, bin ich einmal allein in Hallein. Kennt ihr Hallein? Von wir sind mal durchgefahren. Ja, von der Autobahn aus sieht man auf der rechten Seite 2 so große Steine, sind dann in dem Buch auch im Fototeil dabei, sieht man die.
so große Steine, so riesige Felsen, die Barmsteine nennt sie das. Und da habe ich als Kind mit den Eltern einmal eine Höhle gesehen dort. Und die wollte ich unbedingt erforschen. 5 Jahre. Ja. Da habe ich mir von der Mutter ein paar so Kerzen, so Weihnachtskerzen rausgespitzt vom Kasten. Und dann habe ich mir einen Kaffee mitgenommen, den habe ich mir in einer Mühle gemahlen. Und das Pulver dann, hat es ja noch nicht gegeben früher, das richtige Pulver, reingegeben und habe mir das Zeug mitgenommen, die Kerzen, dann einen Spirituskocher mit diesen kleinen Tabletten da, dass ich, und ein Wasser in einer kleinen Flasche, und dass ich mir einen Kaffee kochen kann. Zucker ein bisschen. Als Kind in der Höhle einen Kaffee kochen. Ja. Gut. Dann bin ich 2 Stunden darauf auf den Berg, ganz allein mit 5 Jahren, bin in die Höhle rein, habe mir die Kerzen angezündet, die kleinen, und bin in die Höhle rein, nicht weit vielleicht, ja, wie von da rüber auf die Straße. Und tatsächlich entdecke ich dort so eine kleine Platte. Und dort habe ich mir den Kocher hingestellt und habe Kaffeekuchen begonnen. Inzwischen beginnt draußen ein schweres Gewitter im Wald. Und ich war allein in der finsteren Höhle mit den 2, 3 Kerzen da. Ja, aber da habe ich mich wohl gefühlt und da war ich beschützt und so. Genau wie der Irrmeier dann später oder vorher noch erzählt hat. Du wirst dich nicht fürchten vor unter der Erde rein. Und tatsächlich, ja, habe ich dort meinen Kaffee gemacht. Da war es auch total bitter und war lauter voll vor dem gemahlenen Kaffee. Aber ich bin dann wieder nach Hause gekommen und wie mir meine Eltern gefragt haben, wo ich da jetzt stundenlang war, das hat mir keiner geglaubt. Welches Kind geht denn allein in der Höhle, macht sich dort einen Kaffee? Und, aber es war genauso, wie der Edelmeier gesagt hat, ich habe da keine Angst gehabt. Und in seinen Beschreibungen, in seinen Autobiografien, ist auch drin gestanden, dass er einmal sogar 2 Tage in einer Höhle drin war. Und sie dort total beschützt gefühlt hat. Und das war bei mir auch. Und das hat mir eher am Kopf zugesagt, damals schon, wie ich 5 Jahre alt war. Also, der hat was los gehabt, der Irrmeier. Ja, er hat ja viele Prophezeiungen irgendwo geschrieben. Ja, ja, ja. Ich habe da viel über den gelesen damals auch. Und er ist gleich hinter der Kirche, er ist ja nicht weit weg von der Kirche, gell? 50 Meter oder was ist das Grab. Ja, das sind spannende Orte hier rund um den Untersberg. Ja. Und dann habe ich mal eine weitere Frage. Man sagt ja, der Untersberg oder gibt auch teilweise Zeichen für irgendwelche geschichtlichen Dinge. Ich habe nachgelesen in der Neuzeit, dass beispielsweise am Abend vor dem Ausbruch des Zweiten Weltkrieges ein phänomenales blutrotes Nordlicht da gewesen sein muss. Beziehungsweise 2015... bei dem Erdbeben in Nepal eine riesengroße, wie so eine Art Felsnase abgebrochen war, ist und blutrotes Wasser aus diesem Berg kam. Ja, ja. Hat sich eigentlich in letzter Zeit irgendwo der Berg nochmal wieder gerührt? Ist hier irgendwas bekannt? Nein, das mit dem Zweiten Weltkrieg, da kurz vor Ausbruch, da habe ich mit Zeitzeugen von damals auch gesprochen. Die haben gesagt, das heißt mindestens 2, 3 Mal im Jahr, dass so ein phänomenaler Sonnenuntergang da ist. Damals haben die Leute sogar geglaubt, dass im, also vom Obersalzberg aus, hinterm Untersberg, da liegt ja dann Reichenhall, und dass dort irgendeine Pulverfabrik oder irgend sowas explodiert ist und dass das den roten Schein gemacht hat, war aber nicht so. Und also es sagt jeder was anderes. Ich habe auch etliche Fotografien gemacht von Hallein aus über den Untersberg, wie das dann reinfließt in die Königsjache. Da habe ich auch das gigantische Foto gemacht. Das schaut toll aus, dieser braune Bach, und geht in das wunderschöne türkisgrüne Wasser rein. Ich kenne von Marc Schellenberg von drüben einen, mag sagen, einen guten Freund. Und der ist irgendwie bei der Bergwacht oder bei der Polizei dabei, und die suchen und die kennen das alle. Und so wie dort
gesucht worden ist oder geübt worden ist am Berg, da waren 800 Leute, nicht auf einmal dort, also so in Gruppen auf 7 bis 10 Mal sind die rauf in der Nacht mit Stirnlampen und so den Steig zur Toni-Lenz-Hütte hinauf. Das ist auf der, eher auf der Seite da vom Untersberg. Und dort haben die geübt. Und er ist einmal dort drauf, von selber am Tag. Und zwar war der Folgendes. Die haben diese Übungen genau da gemacht, wo die Toni-Lenz-Hütte noch gesperrt war im Winterschlaf. Und da war noch zum Teil Schnee oben. Und da haben die geübt die ganze Zeit. Da haben wir an der Straße da vorne, 2-3 Kilometer weiter Richtung Markt Schillenberg, wie viel haben wir da gesehen? 15 Autos, Busse von der Bundespolizei. Und die haben da geübt. Und er hat gesagt, komisch. Und der Freund da ist dann rauf zur Toni-Lenz-Hütte und findet dort ein Magazin einer MP40. Aber nagelneu. Normal, wenn das dort oben liegt, der nur ein paar Tage oder was, gerade ein Magazin, der bewegliche Teile, dann verrostet er das. Und er hat mir es dann geschenkt, ich habe das zu Hause auch. Und ist noch eingestanzt, 1900, weiß Gott was, 40, 43 oder was. Das heißt, also da waren Soldaten, ich sage jetzt vom General dabei, und die haben das dort oben aus irgendeinem Grund liegen lassen, leer allerdings, waren keine Patronen drin. Und kurz danach ist dann das passiert, da war ein riesiger Felssturz, nicht der Felsnase, aus der Felswand ist was rausgebrochen worden. War so groß, also wie da der ganze Platz da. Ich weiß nicht, wie viele 1000 Kubikmeter, die 5000 Kubikmeter oder was das waren, sind da rausgefallen aus der Wand. Und das Rot kommt von irgendeinem eisenhaltigen, also nicht Marmor, sondern eisenhaltigen Zeug, was da drin war. Und das hat das so rotbraun gefärbt. Und dann sagt man, der Weber war das dann, sagt er, diese Leute vom General, General von der Bundespolizei, haben da oben Kameras aufgehängt. Da muss irgendwas mit dem General gewesen sein. Und haben dort Kameras montiert und das wollten die nicht und die haben dann mit Sprengladungen das da rausgehaut. Also das ist eine sehr einfache Erklärung gewesen und so war es. Und die haben das rausgesprengt, dass diese Wege dort oben nicht mehr betreten werden können, haben das, das hat es weggeputzt. Also dass man irgendwie gar nicht mehr an diese Stelle hinlaufen kann? Es gehen andere Wege dort drauf, aber so nicht mehr, wie es war. Mhm.